Professor Arus ist an unserer Seite. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön, danke. Mein lieber Professor, der Titel heißt ja eigentlich, so, eigentlich heißt nämlich mein Gast Professor Dr. Mulhem Arus. Eigentlich ja Mohammed Mulhem Arus, so rum, ne? Ja, die Vorname ist Ex-Mohammed auch da und Mulhem Arus die Nachname. So, ja. Jetzt musst du aber kurz, ich liebe das ja, wenn ich immer Menschen habe, in der Politik oder im gesellschaftlichen Leben setzt man ja auf sowas sehr viel Wert, finde ich auch gut. Jetzt musst du erzählen, wie hast du deinen Prof gemacht und den Doktor? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung auch da. Vielen Dank für dich auch das. Du bist so ein sehr, sehr Kämpfertyp auch da. Du hast so viel durch letztes Jahr. Also ich drücke die Daumen auch da und das weiter gute Besserung. Bleib wie du bist. Dankeschön. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich komme ursprünglich... Wir haben 2 Minuten Zeit, bitte. Ja, lange Geschichte. Ich komme ursprünglich aus Syrien, aus Latakia am Mittelmeer, wo jetzt Krieg ist. Ich bin in Hannover geboren. Mein Vater war einer von den ersten Studenten, die in Deutschland Medizin studiert haben. Und dann waren wir in Syrien, dann kam ich wieder 1992 nach Deutschland, nach Hamburg, Hansestadt. Und vorher habe ich Medizin studiert in Weißrussland und dann habe ich erste Doktortitel gemacht, das DMD oder Doktor der Medizin auch. Das Schwerpunkt? Schwerpunkt war Infektiologie auch, das ist so, und Helicobacter. So. Dann kam ich nach Deutschland, habe ich meine Ausbildung in dem UKE, in Uniklinik Hamburg, bei Professor Hermann damals, der gestorbene Professor Hermann. Und dann habe ich viele, viele Stationen bundesweit hinter mir auch. Das ist so Magdeburg, Raden, also Nordrhein-Westfalen etc. etc. auch da. Und dann habe ich den zweiten Titel gemacht, auch das war PhD. Auch das ist so PhD also auch PhD. Da. PhD auch da. Und das ist eigentlich das, das ist so Doktor, also PhD, das ist, nennt man einfach Doktor of Philosophy in Medizin auch so. Das ist wie eine eigentlich so Habilarbeit auch. Ne? Und ich habe den dritten Doktor auch das mitgemacht. Auch du hast sogar drei Doktor. Ja, aber ich schreibe nicht. War dir langweilig oder wie? Ja, so, dann habe ich auch das der dritte Doktor Medizin in dem minimalinvasive Verfahren, was mein Schwerpunkt auch, also die Wirbelsäule auch so. Darüber werden wir später nochmal unterhalten. Und wann hast du den Prof gemacht? Das zweite, also das ist eine Berufung auch, das ist so 2003, seit 2003, also das ist so im September seit 2003. Du Und willst das, mir doch nicht erzählen, du hast in 10 Jahren drei Doktortitel und den Prof. Ja, also das ist einer davon, aber im Studium und einer nachher auch das so. Und ja, ich habe... Andere brauchen 30 Jahre für einen Doktortitel. Nein, alle, also da denke ich schon, dir war langweilig. Nein, war langweilig Gas gegeben. Das ist so. Und, aber viele, viele Kollegen auch machen so und... Wie gesagt, das, ich denke immer auch, dass jeder Mensch, der fleißig ist, dann wird belohnt auch irgendwann. Oder später. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Ja? Glück ist auch auf der Seite der Tüchtigen, sage ich immer. Ja. Das heißt, dein Schwerpunkt ist dann Neurochirurgie? Ja, das, mein Schwerpunkt ist Neurochirurgie. Ich bin Facharzt für Neurochirurgie und habe ich die Zusatzbezeichnungen als spezieller Schmerztherapeut. Und mein Schwerpunkt auch, dass die minimalinvasive Verfahren, das heißt auch, man kann viele Dinge ohne OP machen, für die Zuschauer zu erzählen, was ist minimalinvasiv. Das werden wir später noch gemeinsam anschneiden. Aber wir fangen, ich würde gerne ein bisschen mal die Ist-Situation unseren Zuschauerinnen und Zuschauern näher bringen. Und zwar, wir sind ja leider immer noch in der Pandemie. Ich habe ja gehofft, dass wir im neuen Jahr ein bisschen anders starten in das neue Leben, aber hat leider noch nicht geklappt. Deshalb würde ich gerne mit dir ein paar Punkte besprechen, damit wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf den neuesten Stand holen können. Ja. Vielleicht die erste Frage an dich, lieber Mohammed, was ist denn die aktuelle Ist-Situation bei Covid-19? Also das, ja, sehr gute Frage auch, das ist, und ich beschäftige mich diesbezüglich auch über die Medien, mit Kollegen spreche ich auch. Also das, die aktuelle Situation darf ich nur also das sagen, dass weltweit, also wir haben natürlich das ernsthafte Lage auch, das so kritische Lage immer noch. Also weltweit haben wir
96 Millionen, also circa 96 Millionen infizierte Menschen, bei 2 Millionen Todesfälle. Das ist zu viel auch. Geheilt sind 69. Speziell für uns als Bundesrepublik, auch das haben wir über 2 Millionen Menschen in Deutschland infiziert. Und wir haben, wie gesagt, 300.000 Fälle, Todesfälle. Geheilt sind 1.710.000 auch. In Hamburg, in unserer Hansestadt, wir haben 43.620 Fälle, davon 935 plus, jetzt kamen dazu 15 dazu. Und geheilt haben wir 35.600. Das finde ich immer kritisch, das finde ich immer zu viel. Und wir müssen alle zusammenarbeiten, wir müssen diszipliniert sein, wir müssen fleißig sein, wir müssen auch das so auf die alle Hinweise von den Behörden zu hören. Das ist meine Meinung nach. Du hast ja auch bestimmt auch viele Patienten, die auch Befürchtungen haben, immer wenn sie zu dir kommen. Wie beruhigst du deine Patienten eigentlich? Also erstmal sage ich, pass auf, keine Panik. Keine Panik. Wenn ein Patient zum Beispiel, ich habe viele Patienten, die zu mir kommen und sagen, ja, ich vermute, dass ich Corona habe. Was mache ich? Da sage ich ihm erstmal, keine Panik. Also das ist so, wenn du keine Symptome hast, erstmal so beruhige dich einfach und halte dich an dem Regel. Mhm. Es gibt einfach, das ist eine Formel oder eine Regel auch da, können die Zuschauer auch das merken. Also A und H und A plus L. Mhm. Also A bedeutet auch so Abstand halten. Auch das so. H, Hygiene. Das Hygiene, das heißt so Hygienemaßnahmen, ganz wichtig, die Händehygienemaßnahmen müssen nicht missgeachtet werden, auch so. Und dann kommt wieder A, also Alltag Maske tragen und plus L, also regelmäßig lüften. Das beruhige ich solche Patienten, weil durch die Medien auch da und durch die Disinformation, was der Patient bekommt, durch leider Gottes viele Verschwörungstheorien, die laufen auf dem Wege auch. Der Patient ist irritiert und der Patient ist immer ängstlich. Viele Patienten sind so ängstlich. Mhm. Manche Patienten sind depressiv. Die rufen an, ja, ich sage meinen Termin ab, weil Corona und dann. Also diese Panik auch. Ich versuche das zu beruhigen auch. Das ist das Wichtigste. Immer ruhig Blut, entspannt bleiben. Wenn zwei Orientale aufeinandertreffen, dann geht es viel um. Ihr werdet es nicht glauben, Essen. Man glaubt das nicht. Wir waren auch des Öfteren schon mal mit dem Prof gemeinsam essen. Also daher, wir unterhalten uns immer wieder gerne über das Essen. Ja. Nicht über andere Sachen. Man glaubt das nicht. Worüber unterhalten die sich wohl immer, während Songs laufen? Meistens so über Küche, Restaurant. Kannst du eigentlich gut kochen? Ich sage, komm, habe ich ja, dir noch nie die Frage kenn gestellt. Kenne ich ein paar Gerichte, ja, kann ich machen. Okay, das heißt, wenn mein Mann das sagt, behaupte ich, er kann gar nicht kochen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt absolut mehr syrisch? Mehr syrisch. Mehr syrisch, okay. Was müsste ich, ich frage jetzt für die Zuschauer, ich weiß ja, was syrische Küche ist. Eine Empfehlung für den Zuschauer, der syrische Küche noch nicht kennt, Gericht Nummer 1? Also Mluchie, heißt Mluchie. Auch da, das ist sehr, sehr gut. Das ist eine Blätter, wie gesagt, das grüne Blätter, auch das so macht man mit dem Fleisch. Weinblätter? Nein, nicht, also auch Weinblätter ist eigentlich sehr gut, aber im Mluchie das anders, wie Spinat eigentlich, läuft auch so. Und das ist, viele Syrer kennen auch das Mluchie, das ist, irgendwann lade ich dich ein. Ja, bin dabei. Mluchie. Siehst du, so fischt man sich eine Einladung. Ja? So, kommen wir wieder, weil leider zu einem Thema, was... ich würde mir wünschen, dass es nicht mehr lange uns begleitet. Aber wir haben schon vorhin ein bisschen die Situation unserer Zuschauer und Zuschauer mal erklärt. Das Wichtigste ist, und die Frage stellen sich viele Zuschauer, was mache ich eigentlich, wenn ich keine Symptome habe, aber das Gefühl habe, oh, aber es könnte ja vielleicht doch sein. Außer Panik, keine Panik. Außer Panik. Genau. Also natürlich auch das so, die Symptome. Mhm. Also du hast so Symptome gesagt, auch so. Das heißt, muss man erstmal, welche Symptome sind. Bevor man erzählt, also die Symptome zum Beispiel, Patienten haben Husten mit Schmerzen in den Bronchien, Fieber, Schüttelfrost, Geschmacklosigkeit, Geruchlosigkeit, müde, der Patient ist in Müdigkeit, so, kommen manchmal auch das zu ausgeprägte Beschwerden, Atemnot etc. Gibt es Patienten, die haben Bauchschmerzen,
Patienten haben auch das Konjunktivitis, auch da das Augenbindehaut, das Augenhautbindeentzündung. Okay. Mhm. Also selten, aber auch das kommen solche Patienten auch das so. Manchmal Patienten im ausgeprägte Phase haben zum Beispiel Schläfrigkeit, also die sind Müdigkeit, das habe ich sehr oft mitbekommen. Auch, ne? Ja. Auch so. Das ist die Symptome. Das heißt, du hast mich gefragt, wenn du auch das, wenn ein Patient ein Symptom hat, so, was mache ich? Ein Signal. Es ist bei uns in Hamburg sehr, sehr gut geregelt, in Hansastadt, unser Hansastadt auch da, sehr gut geregelt auch da. Deshalb kenne ich auch das Lob an die Gesundheitsämter, an unsere Kassenvereinigung, an Herrn wirklich Plasmann, der so sehr gut seinen Job macht, auch das so, und anderen Mitarbeitern, anderen Kollegen, weil wir so nur zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe ein Symptom, auch das so, Fieber. Ich rufe an, man hat einfach Bereitschaftsdienste bundesweit. Ich rufe 116, 117. Und ich werde natürlich erstmal auf die Warteschleife. So. Und man wird. Ja, aber dann kriegt man auch schon wieder Panik. Ja, aber das ist Stopp. Das ist so, das hat Sinn. In dem Moment, wo ich anrufe, auch das, ich werde auf die Warteschleife und dann wird sofort auch das so geortet. Woher rufe ich an? Und dann in jeder Ort, auch da in Hamburg, auch da gibt es spezielle Kollegen auch da und die sind sehr geschult auch da, dann, damit man einfach den Weg kürzer macht. Weil du kannst so sagen, okay, ich habe Atemnot, das ist eine fortgeschrittene, ausgeprägte Symptome. Mhm. Auch da, deshalb auch, dass die Kollegen gehen einfach sofort. Das heißt, habe ich dieses Symptom auch das so, habe ich einen Anruf, dann, wie gesagt, kommen die Kollegen zu dir nach Hause. Natürlich, die Kollegen sind bekleidet, die sind geschützt auch da und die machen die Befragung. Die Befragung auch, das heißt auch eine Anamnese. Ja, wann hast du das, wie, welche Symptome etc. etc. auch das. Und dann, die nehmen von dir einen Abstrich. Und die sagen auch, dass dir, okay, was du machen möchtest. Erstmal auch so, aber die Regel, was ich vorher gesagt habe, erstmal mach so. Das ist, wenn du sagst, okay, ich habe Fieber, du musst einfach eine Maske tragen. Mhm. Ich habe Fieber, du musst einfach 1,5 bis 2 Meter einfach Abstand halten, auch so. Du musst regelmäßig lüften und die Hygienemaßnahmen. Am nächsten Tag kriegst du einen Anruf von Gesundheitsamt und die sagen dir, pass auf, hast du Corona oder hast du keine Corona? Ganz wichtig auch, da ganz wichtig zu wissen, wenn ich eine Corona erwischt habe auf der Straße, sag ich mal, oder von jemand anders auch das, dann die Quarantäne ist eigentlich 14 Tage. Mhm. Wenn ich das aber ein Symptom, wo ich das jetzt die Kollegen angerufen habe und kamen zu mir nach Hause und ich sage so, ich habe dem Symptom zum Beispiel gestern oder vorgestern. Hast du vorgestern Symptome auch? Dann du zählst so ab dem Tag vorgestern 10 Tage. Das ist schon gering. Ja, 2 Tage zurück. Also ab erstem Symptom. Mhm. Auch da. Es kann sein zum Beispiel, du hast Fieber und du hast nicht angerufen. Über Weihnachten hast du nicht angerufen auch. Aber du zählst so diese Tage so ab dem Tag auch, das ist, wo deine erste Beschwerde bildet auch da. Das heißt, entweder Fieber oder Husten, das ist so geregelt auch. Und ab dem Tag ab zählt dem man Tag. Und ab dem Tag 14 Tage. Wenn die erste Symptom 10 Tage. Ach so, okay. Mhm. Aber wenn du auf der Straße zum Beispiel, auch das ist so, hast du diese, hast du zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht, woher habe ich auch das erwischt, dann 14 Tage Quarantäne. 14 Tage Quarantäne. Okay, damit haben wir das also auch mal einmal erörtert, um das differenzieren zu können. Willkommen zurück bei Oriental Night. Weiterhin an unserer Seite Professor Dr. Dr. Mohamed Mulham Oghuz. Finde ich cool. Eigentlich heißt er Professor Dr. Dr. Doktor. Das ist ja so, darf man ja sagen. Ich hatte noch nie jemanden hier sitzen, der 3 Doktortitel hat. Ich habe ja schon lange überlegt, ob ich mal meinen Doktor mache. Dann hat sich aber herausgegeben, ich muss ja zuerst meinen Master machen, richtig, um meinen Doktor zu machen. Und dann denkst du schon, oh. Ja, schauen wir mal. Vielleicht mache ich den doch irgendwann. Ich habe gehört, für 25.000 gibt es den in der Türkei. Habe ich das gesagt? Ich habe es nur gehört. Aber ich weiß auch, was mit den Politikern passiert ist, die sich die Dinger mal einfach mal so erschlichen haben. Geht in die. Nein. Erarbeiten, fleißig sein. Oder wie ein sehr guter Freund von mir mal zu mir gesagt hat, früher, als ich ganz am Anfang bei Oriental Night angefangen habe, da sagt er: Willst du was erreichen? Arschbacken zusammenkneifen und durchziehen. Ganz einfach. Ist so.
Die letzten Minuten jetzt in diesem Blog würde ich da gerne noch mal für Corona ausschöpfen. Ja, bitte. Lieber Mohammed, und daher das Wichtigste, was ja sehr oft ist, Kinder. Ja, bei Kindern heißt es immer, das sind die Superspreader. Und dann heißt es auf der anderen Seite, die müssen auch keine Maske tragen. Bin ich auch durcheinander. Aber die wichtigste Frage ist ja, was mache ich, wenn mein Kind hustet? Oder wenn ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht. Du hast so gerade gesagt, wenn das Kind hustet. Wir haben alle Kinder, ich hoffe bei dir ganz bald, 2, 3 Kinder, dein Papa und deine Mama warten auf deine Kinder. Ne? Und, aber wie gesagt, wir haben jetzt Winterzeit auch da und die Kinder, die haben häufiger Fieber, Husten und so weiter. Keine Panik. Ich empfehle auch, dass so die, wir haben sehr gute Spezialisten, Kinderspezialisten, Kinderärzte. Deshalb auch, dass ich empfehle, sofort auch so mit dem Kollegen Kontakt aufnehmen, die Situation schildern und Bescheid sagen. Das ist das empfehlenswert auch da. Die Eltern machen nicht verkehrt auch. Und ich glaube, viele Kinderärzte sind sehr, sehr gut geschult und die wissen auch, dass die Maßnahmen und die beschäftigen sich mit anderen, auch das Impfstoffe wie Masern etc. 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 Deshalb, ich werde empfehlen, auch da das einen Kontakt mit dem Kinderarzt aufzunehmen. Ein Wort ist schon gerade gefallen, impfen. Ja, wir haben in Deutschland keine Impfpflicht, sondern eine freiwillige Empfehlung, auch seitens des Robert-Koch-Instituts, von vielen Virologen und natürlich auch der Bundesregierung. Deshalb meine wichtigste Frage, wie siehst du die aktuelle Situation und würdest du als Mediziner es empfehlen? Also die Situation sehe ich sehr, sehr kritisch, für die auch, für die einfachen Menschen auch, da, für jeder Bürger. Man hat das gesehen, auch dass die Bereitschaft, die Impfbereitschaft unserer Bürger ist sehr, sehr hoch, 60%. Nichtsdestotrotz haben wir 40%, die möchten sich nicht impfen lassen. Fragst du, warum? Weil einer kriegt Informationen von hier, einer von hier auch so, einer aus den Medien, einer denkt an Verschwörungstheorie etc. etc. Ich bin als Mediziner, ich sage ja, impfen, weil die Impfstoffe, die zeigen, die Sicherheit und Schützung bis 95% ist eine sehr, sehr gute Rate. Gibt es natürlich Patienten, die haben Immunerkrankungen auch da, die müssen erstmal mit ihrem Kollegen, mit ihrem behandelten Ärzte so abklären. Und das ist so meine Meinung über die Impfung. Kommt die Frage, wie zum Beispiel, wie impfe ich mich auch da, was mache ich auch da so? Ist was Besonderes? Nein, das ist genauso wie bei Masern, genauso wie beim Tetanus. Das heißt, man geht einfach, das ist zu eine Station, auch der Impfstation, und wird intramuskulär auch da, also hier auch da oder hier auch das geimpft. Und dann muss man einfach 3 Wochen nach der ersten Injektion oder Impfung auch, dass so sich melden, damit man die zweite Impfung bekommt. Das mit der zweiten, das ist meine letzte Frage. Ja. Das mit der zweiten habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum reicht eigentlich eine Spritze? Ja, weil nicht? Auch das ist so, die, laut die Experten auch da, dass man hat nicht die Antikörper, die sind, muss man einfach, man braucht nochmal die zweite Dosis, damit man sich nicht infiziert. Das ist eigentlich die Sache, warum auch das. Weil man braucht, das ist so, die Schutz einfach, das ist ein langfristiger Schutz auch so, und deshalb man gibt die zweite Impfung. Also ich habe meinen Bruder in Amerika, ist ein Kinderarzt und hat sich so impfen lassen und jetzt bei der zweiten auch. Okay, und er empfiehlt es? Ja. Auch, also da ist auch alles okay? Ja, er hat gesagt, da ist alles okay. Er hat kleine Nebenwirkungen gehabt, auch da eine Rötung auch und eine grippartige Beschwerden, so ein bisschen Fieber und hier einfach, das ist die Stelle, wo dann gepikst hat, war rot, aber am nächsten Tag war alles in Ordnung, hat er sich impfen lassen mit seiner Familie. Die ganze Familie haben sich impfen lassen. Also, es ist weiterhin, muss man erwähnen, auch von Seiten unseres Gastes, von Professor Hust, natürlich auch eine Empfehlung, muss man sagen, weil wir haben keine Pflicht. Das sage ich auch. Jeder muss selber entscheiden. Jeder muss selber entscheiden, auch genau. So, aber ich glaube auch schon, auch da, es muss, jeder Bürger muss sich, wenn er sagt, nein,
aber muss er nicht den anderen Menschen nicht in Gefahr bringen. Genau. Und muss er sich informieren lassen, richtig informieren lassen, auch das ist so. Und das hier natürlich auch die Information, wir müssen die richtige Information bekommen. Musst du einfach bitte das verstehen, dieser Patient, der irritiert ist, weil er so die Information nicht richtig hat. Wir müssen nicht böse auf ihm sein. Ja, aber das ist sehr wichtig auch da. Also ich bin Mediziner, ich verstehe, ich brauche das oder die andere auch das, weil wir arbeiten in Medizin. Aber gibt es andere Menschen, die haben keine große Ahnung für Medizin und die sind Gegner, weil die hören hier eine Meinung, hier andere Meinung. Und deshalb muss man diese Menschen richtig aufklären und Zeit lassen und verstehen auch das so. Und das ist nicht so abgestellt, weil ich habe ein paar Berichte gelesen und gesehen, diese Leute, die gegen eine Impfung, die werden abgestempelt. Und das ist falsch. Das ist falsch auch da. Wir leben in einem demokratischen Land. Wir sind in Deutschland und hier auch das so. Wir haben Demokratie. Und so, das ist meine Meinung. Heute nach Corona Erklärungen und Erläuterungen über die Ist-Situation möchten wir natürlich ein Thema anschneiden. Ja, die Volkskrankheit Nummer 1 ist ja Rückenbeschwerden. Ich glaube, ich kenne auch keinen Menschen, der nicht sich mal beklagt hat über Rückenproblematik. Was für unterschiedliche Rückenbeschwerden gibt es eigentlich, als erstmal grundsätzlich? Ja, du hast so eigentlich recht auch da, dass die Volkserkrankung Nummer 1, stell dich vor, auch da die Arbeitsunfähigkeit, bezahlt die Regierung fast 5 Milliarden jährlich für die Arbeitsunfähigkeiten. Okay. So. Viel Geld. Und jeder Zweite, wir müssen auch das sagen, jeder Zweite hat einmal Rückenschmerzen. Mhm. Auch das. Das heißt auch, dass hast du 50 Patienten, davon, wie gesagt, das ist so 25 haben Rückenschmerzen. So. Wir müssen natürlich so erstmal abklären, auch das, die Ursache, die Rückenschmerzen auch da. Der hat mehrere Facetten, das heißt mehrere Ursachen. Das heißt, können muskulär sein, können Verschleißerscheinungen sein, können postoperativ, also nach einer OP sein, können auch das nach einer Infektion, können nach einer Fehlhaltung oder durch Fehlhaltung der Wirbelsäule, die ganzen Wirbelsäule. Mhm. Können traumatisch sein, das ist so nach einem Autounfall, also das ist unfallbedingte Rückenschmerzen. Man hat mehrere Gründe. Mhm. Und aufgrund dieser mehreren Gründe auch, dass so ein Patient hat da Beschwerden, Rückenbeschwerden mit einer Ausstrahlung, das heißt, hat er Taubheitsgefühl, einer hat er Kribbel, einer hat er nur Schmerzen, einer hat er nur lokale Schmerzen. Und anhand dessen können wir dann später rausbekommen, was hat der Patient und dementsprechend kriegt er die Behandlung. Jetzt kommen wir, das Wichtigste sind die Behandlungen. Immer wenn jemand, boah, ich habe Bandscheibenproblem. Mhm. So, erstens, gibt es nur die eine Bandscheibe? Mhm. Weil ich glaube, dass der größte Teil der Bevölkerung immer so denkt. Die eine Bandscheibe, die ganz unten sitzt. Mhm. Das ist meine erste Frage. Mhm. Und zweitens, muss ich eine Bandscheibe immer operativ behandeln? So, zur ersten Frage, natürlich hast du nicht nur eine Bandscheibe. Aber so kommt es ja. Ja, und die Bandscheibe macht kein Beschwerden. Also man sagt dann so, es handelt sich um einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Ich sage auf einem Modell, was ich mitgebracht habe, damit die Leute sehen, also man hat, also 23 Bandscheiben. Gerne auf der Höhe halten, dann können wir das auch in die Kamera. Man hat 23 Bandscheiben. Mhm. Man hat Bandscheiben, die Bandscheibe, auch das so hier. Man hat einen Wirbelkörper und man hat hier einen Wirbelkörper. Zwischen dem Wirbelkörper und Wirbelkörper sitzt die Bandscheibe. Das ist ein Puffer, ein Kissen. Mhm. Und hier auch, da man sieht von hinten, man hat die Wirbelgelenke. Hier Wirbelgelenke, das heißt hier ein Wirbelgelenke. Mhm. Hier gibt es Öl auch da. Man sagt einfach Hyalinmasse, also das ist Öl hier drin. Und hier auch das zwischen auch. Gerne ein bisschen höher halten, so, aber so bleiben, und, ja? Und in der Mitte, man hat einfach das Hirnhaut, man hat das Rückenmark und vom links und vom rechts, man hat die Nervenwurzel. Das heißt, wenn ich eine normale Bandscheibe, sieht so aus, also druckt nicht, auch so. Mhm. Wenn ich aber Bandscheibenvorfall habe, dass hier diese Bandscheibe druckt auf dem Nerv und klemmt der Nerv ein. Das heißt, es geht um einen Wurzelkompressionssyndrom. Der Nerv ist eingeklemmt. Das ist eingeklemmter Nerv.
durch die Bandscheibe. Aber die Einklemmung kann auch durch hier Enge, dass der Kanal ist eng. Da stell dich vor, auch das so hier der Nerv und der Kanal ist so druckt auf dem Nerv, sagt auch der Patient auch. Oder kann durch beiden, also die Enge in dem Kanal und die Bandscheibe. Manche Patienten, die haben zum Beispiel auch so Beschwerden nach einer OP. Man hat Narbenbildung hier. Ja? So. Und deshalb auch, das musst du einfach die Ursache erstmal abklären. Musst du eine richtige Diagnostik machen, musst du interdisziplinär arbeiten mit anderen Kollegen, Radiologen, Neurologen und Orthopäden. Und man kann einfach am Endeffekt im Sinne des Patienten handeln. Kommt deine Frage auch so, ja, mit der Behandlung. Richtig. So. Man hat mehrere Methoden auch das. Also, aber erstmal, du musst nicht jede Bandscheibe musst du operieren. Das steht fest auch. Ne? Oder nicht jeder Mensch hat einen Vorfall, muss so operieren. Auch, ne? Weil es handelt sich zum Beispiel, wenn du eine Bandscheibe, die drückt nach vorne, das hast du keinen angeklemmten Nerv. Also der Nerv ist frei. Aber du siehst in den Bildern, du hast so einen Bandscheibenvorfall, nach vorne drückt. Es ist, man schreibt, die Kollegen, die Radiologen schreiben, ja, Bandscheibenvorfälle, auch das nach vorne. Aber wenn du nach hinten hast, auch da, dann hast du den angeklemmten Nerv. Wir kommen auf die Behandlung. Man hat, muss man reden über multimodale Schmerztherapie. Das heißt auch so, beginnst du mit dem erstmal Gymnastik, Physiotherapie, dann hast du die Stufentherapie, das Medikamentenstufentherapie, wie Ibuprofen, Diclofenac, kennst du. Klar. Und dann, und dann gibt es die zweite Stufe, nennt man die minimalinvasive Verfahren. Und das minimalinvasive Verfahren wirst du gleich erklären? Ja. Weil ich weiß, das ist eines deiner wichtigen Punkte, ja. Aber das würde ich gerne gleich ein bisschen ausführlicher erläutern nach dem letzten Song des Abends. Irgendwann kommt man zum Arzt, in diesem Falle zu dir, und sagt, Herr Doc, ich kann nicht mehr, Rücken drückt, ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr liegen. Hm. So, ja. Und dann haben wir die Erklärungen, hast du uns erzählt. Ja. Und die Unterschiede noch mal die klar die Unterschiede machen. Auch das so, und habe ich dir erzählt auch da. Gerne ein bisschen höher halten, mein so. Lieber Doc. Ja. Also, das ist hier besser wahrscheinlich auch. Es muss erstmal abgeklärt werden, auch da interdisziplinär auch da. Das heißt, so muss man gearbeitet werden mit Orthopäden, mit Radiologen, mit Neurologen, um eine feste Diagnose zu machen. Also, wenn der Patient Schmerzen hat und alle Maßnahmen vorher, also Medikamente, Physiotherapie nicht geholfen haben, dann wir haben zwei Möglichkeiten mehr. Eine Möglichkeit nennt man die minimalinvasive Verfahren und die zweite Möglichkeit die operative Verfahren. Was viele Patienten erstmal das nicht möchten. Keiner will operiert werden wahrscheinlich. Ja, weil ich sage immer auch, das sollte die OP als letzte Alternative. Man arbeitet nach den Leitlinien auch. Da muss man nicht unbedingt auch da sofort operieren. Es sei, dass ich oder der Patient eine neurologische Defizite hat, das heißt Lähmung, akute Lähmung oder Probleme mit der Blase, mit dem Stuhlgang und so weiter. Das sind absolute Indikationen. Das ist, die OP ist absolut angezeigt. Wir kommen wieder auf die minimalinvasive Verfahren. Also man hat jetzt über mehr als 20 Jahren schon begonnen mit einer Therapie, die sich sehr gut bewährt hat, nennt man eine PRT. PRT, das nennt man auch, das bedeutet eine periradikuläre Therapie. Das heißt, man geht unter Computertomographie, unter Kontrolle von Computertomographie, man macht Spritzen so um den Nerv, also peridural, man spritzt Cortison und Cortison nimmt die Schwellung weg. Wenn die Schwellung weg ist, auch da, das heißt, man hat keine Schmerzen, man hat keine Taubheitsgefühl. Man kann das wiederholen, auch dass diese Spritzen dreimal, manchmal bei Patienten sechsmal, auch das, wenn man das die Wirbelgelenke noch behandelt. Das ist eine von mehreren Methoden. Diese Methode wird von den Kassen übernommen. Auch da sollte natürlich vorher bei einem Schmerztherapeut abgeklärt werden und dann wird übernommen vom Krankenkasse. Bis 80-70% bringt Erfolge. Man hat andere Methode, nennt man eine Katheterbehandlung, wo man behandelt der Nerv und die Bandscheibe. Also durch die PRT. Also wie beim Herzkatheter quasi. Wie beim Herzkatheter. Also die PRT behandelt nur diesen Nerv, nur der Nerv, diese Schwellung. Aber durch den Katheter behandelst du die Bandscheibe und gleichzeitig diese Nervenwurzel. Das heißt, du arbeitest an die Ursache. Und kann einfach durch Enzymtherapie auch, dass die Bandscheibe zusammengeschrumpft werden.
Und wenn die Bandscheibe zusammengeschrumpft und gleichzeitig die Schwellung weg ist, dann hast du keine Schmerzen. Diese Methode hat sich bewährt. Die kam aus Amerika, schon auch, das ist von Professor Raj auch. Und die hat sehr, sehr gute Ergebnisse, also bis 85% so sehr gute Ergebnisse. Und jetzt wird auch diese Methode sogar in großen Kliniken, auch das ist so für 3 Tage, auch das angewendet. Wir machen eigentlich, wir haben 5 Tage auch das Therapie, 2-mal täglich muss der Patient zu uns kommen, um Medikamente zu bekommen. Und die Kathetermethode, die klingt, ich habe Herzkatheter, ich habe ja sehr viele auch im Freundeskreis immer wieder mitbekommen, dass man diesen Katheter eingesetzt bekommt. Ist es vom Prinzip her dasselbe, richtig? Damit das ja, vom Prinzip verstehe. Dasselbe. Wie sind die Schmerzen dabei? Die Schmerzen dabei, du machst das unter örtliche Betäubung oder unter leichte Dämmerung oder unter Anästhesie kannst du machen. Okay. Und das wird dieser Katheter ausgeleitet. Und du kommst du einfach ambulant 2-mal täglich. Du wirst geschützt, auch das ist so prophylaktisch mit Antibiotika. Auch das ist so und in der Regel ist harmlose Sache, aber es muss man immer beobachtet werden, auch beachtet werden auf die Patienten, auf die Befragung, hast du Fieber, hast du keine Fieber, auch das, weil wir so Angst haben vor Infektion, weil es ein Fremdkörper bleibt eine Woche lang. Richtig. Aber die Methode hat sich sehr, sehr gut bewertet, auch so. Ich habe bei meiner Mutter gemacht, auch so, dass die, also du weißt so, das ist besser als die Mutter, gibt es nicht, auch das deshalb die Methode, ich bin überzeugt von dieser Methode. Andere Methoden gibt es, die Lasermethoden, auch das so nennt man eine, man kann auch die Bandscheibe, die Volumen dieser Bandscheibe zusammenschrumpfen durch Laser, durch Hitze. Man kann auch das eine andere Methode, Nukleoplastie. Man hat mehrere Methoden, gibt es neue Methoden, zum Beispiel Perkutane, also das unter der Haut auch so, oder man kann die Bandscheibe zusammenschrumpfen. Gibt es 10 bis 15 Methoden eigentlich, wo man anwenden kann, bevor man operiert. Welche ist denn die erfolgreichste eigentlich von allen? Gibt es das, sowas? Also wir haben jetzt aus meiner Erfahrung, wir haben auch das durch die Katheterbehandlung sehr gute Erfolgsrate, also bis 85% Erfolgsrate. Das heißt, wirklich einmal gemacht und lebenslang hoffentlich nicht. Ja, aber wenn Patienten so mehrere Bandscheibenvorfälle haben, dann du musst einfach das auf die andere Bandscheibe, weil du gehst so expliziert auf den Bandscheibenvorfall 4-5 oder 5-S1 oder 3-4. Aber wenn du zum Beispiel 2-3 hast, dann musst du einfach auf die 2-3 gehen. Also wir haben sehr gute Erfahrung diesbezüglich auch. Und das ist immer als eine Alternative. Und jeder Patient muss einfach so mal eine individuelle Entscheidung. Bei jedem Patient auch, das ist anders auch. Das ist sehr wichtig auch. Ich operiere gerne, ich bin Neurochirurg gerne, ich operiere, aber ich lasse die Operation als letzte Alternative. Das ist, kann ich nur sagen diesbezüglich. Ich danke dir vom Herzen. Vielen, vielen Dank. Bitte. Schön, dass du da warst. Bitte. Mega spannendes Thema. Ich drücke dir natürlich weiterhin die Daumen, dass du auch gut durch diese schwierige Phase kommst. Danke. Und weiterhin viel Erfolg auch mit deinen, ja, ich sage mal, magischen Händen, der Mensch hier, dein wichtigstes Arbeitsgerät. Danke, danke. Vielen Dank. Also, vielen, vielen Dank, Professor Dr. Dr. Arus, Facharzt für Neurochirurgie. Weitere Informationen gibt es natürlich auch auf seiner Website www.prof-dr-arus.eu. Und wenn ihr euch vorstellen möchtet, macht gerne einen Termin und schaut gerne bei ihm vorbei.